Wundervollen Mäuse und ganz herzlich willkommen zurück oder eben neu auf meinem Kanal für diejenigen unter euch, die mich noch gar nicht kennen, hier irgendwie gelandet sind. Hi, mein Name ist Katrin und ich bin ein kleines Stylewarnchen, denn Stylewana ist einer meiner liebsten K-Beauty, C-Beauty, J-Beauty Online-Shops einfach. Ich finde, Stylewana hat so heftig krasse Preise. Ich kaufe da selbst unheimlich gerne. Unter anderem auch immer wieder diese wahnsinnig preiswerten und wirklich tollen Warnerboxen. Ich finde, die lohnen sich so heftig. Ich liebe sie. Ich habe da schon einige von geshoppt, euch auch hier gezeigt auf meinem Kanal. Also da könnt ihr gerne mal in die Playlist reinstöbern. Ich packe sie euch mal ins i, weil da habe ich schon ein paar für euch ausgepackt und geunboxt. Und auch heute möchte ich gemeinsam mit euch in eine neue Warnerbox schauen, denn die gibt es jetzt gerade wieder aktuell neu. Und auch auf diese Warnerboxen, Leute, könnt ihr natürlich mit meinem Code INF10KATRIN, ich blende ihn euch einmal hier nochmal ein, er steht aber auch unten in der Infobox, und ihr könnt noch bis zum 10.11. 22% abgrasen. Danach kommt auch wieder der Adventskalender. Ich möchte es nur nochmal erwähnt haben. Ab 11.10. diesen grandiosen Adventskalender. Darauf gilt dann mein Code natürlich auch, aber es gelten wieder die 15%, die natürlich nicht nur auf den Adventskalender gehen, sondern auf alle Sachen in dem Online-Shop. Jetzt aber, wie gesagt, aktuell die kleine Warnerbox, die mich leider, deswegen muss ich ein wenig mit euch gemeinsam improvisieren, aber ihr wisst das, ich bin halt eben selbst ein Riesenfan von diesen Produkten und schnapp mir das ein oder andere. Deswegen habe ich mal geschaut, was ist denn in dieser Box drin, da mich die aktuelle Warnerbox leider einfach noch nicht erreicht hat. Ich sitze schon auf heißen Kohlen, weil ich die so grandios finde, da sind so tolle Produkte drin. Und ich habe einfach mir hier meinen alten Karton von der älteren Warnerbox geschnappt und habe da die Produkte reingetan, die ich auch zu Hause habe. Und lustigerweise habe ich da tatsächlich auch welche in Anwendung, kann euch also gleich auch was zu den Produkten sagen, die sich in dieser Warnerbox befinden werden. Ich hoffe, ihr habt Lust daran und ich würde sagen, ich schnacke gar nicht weiter hier rum und wir schauen gemeinsam mal in die Box und entdecken die Produkte. Ich finde diese Warnerboxen halt auch immer richtig gut. Vielleicht möchtet ihr euch auch nicht gleich den ganzen Adventskalender schnappen. Und da sind diese kleinen Warnerboxen, die es immer wieder gibt. Da müsst ihr echt immer schauen. So, die kommen alle 1 bis 2 Monate. Also ich liege da auch immer selber auf der Lauer. Sind nämlich immer richtig coole Beautyboxen. Und ich sage, wirklich für den Preis von diesen Boxen, wie gesagt, da gehen ja immer noch die Prozente. Ich glaube, diese Box kostet aktuell 51,95 Euro. Ich packe euch auf jeden Fall den Link auch, wie ihr zur Box kommt, unten einmal rein. Dann sage ich euch ja immer, bei mir ist das so eine Sache, weil ich bin halt ein kleiner VIP, weil ich ein kleiner Vielshopper da bin. Und ihr habt automatisch immer schon Prozente auf diese Boxen. Und dann könnt ihr noch hingehen und zum Beispiel meinen Code einlösen und kriegt nochmal. Also im Moment ist echt heftig mit den 22% die Box dann für einen richtig krassen Preis. Und wir haben hier eine reine Skincare-Box, die auch immer, was ich cool finde, so ein bisschen, und das haben wir auch wieder in dieser Box, so abgestimmt sind zu einer kleinen Beauty-Routine. Und ich starte direkt, es sieht jetzt ein bisschen chaotisch bei mir hier drin aus, mit einem Produkt, oh mein Gott, ich liebe es. Und allein dass das in dieser Box ist, ist grandios. Ich weiß, ganz viele lieben diesen Cleansing Balm genauso wie ich. Ich habe auch andere, die ich unheimlich gerne benutze. Zum Beispiel von Yepoda mag ich auch unheimlich gerne. Ich bin ein Riesenfan von Cleansing Balms. Ich liebe das, um wirklich, wenn ich so Make-up drauf habe, das richtig schön runterzuschmelzen. Und dieser Cleansing Balm, Leute, ist so gut. Den gibt es ja auch in Mandarine. Und ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Wenn nicht, schaut euch vielleicht mal das Unboxing vom Stylewana Adventskalender an, wer das noch nicht getan hat. Aber so viel sei verraten, da ist auch was
richtig Schönes von Heimisch mit drin. Und ich habe euch meinen tatsächlich, deswegen wundert euch jetzt bitte nicht. Aber wie gesagt, die Box ist leider nicht eingetroffen. Meinen aus dem Badezimmer geschnappt und er sieht ein bisschen fertig aus, weil er halt auch in reger Benutzung ist. Das Heimisch hier kann man schon gar nicht mehr lesen, ne? Das ist so ein bisschen abgeblättert, die Verpackung, ich liebe die. Und ich habe das tatsächlich im Bad auch immer mit dieser Abdeckung noch, die dazugehört, stehen. Ihr habt so ein kleines Löffelchen dabei, mit dem ihr euch dann eure Portion Cleansing Balm rausnehmen könnt. Und das hier mache ich halt immer wieder drauf, damit nicht so viele Bakterien dran gehen. Ihr könnt das natürlich auch offen lassen und den Löffel, wie ihr wollt. Aber ich finde es mega praktisch, weil ich den Löffel dann auch immer wieder hier drauf zurück tun kann. Und ihr seht schon, oh mein Gott, da ist schon einiges raus. Ihr braucht da aber nicht viel, ne? Also ihr habt da echt länger dran. Und oh, ich liebe diesen Duft auch so. Schöne, ja, ätherische Öle. Zitrone ist hier so ein bisschen mit drin. Und der reinigt einfach wahnsinnig toll. Also der wird, ich kann euch das ja mal zeigen. Und da fliegt der Deckel schon wieder weg bei mir. Ich hole hier gerade mal so eine kleine Portion raus. Und diese Portion, Leute, die reicht für euer Gesicht. Also damit kommt ihr über euer komplettes Gesicht. Und dann nehmt ihr das und fangt an, das auf eure Haut zu verreiben. Und ihr seht das vielleicht schon, das wird so richtig schön ölig. Und wie weit ihr damit kommt, ne? Also meine Hand ist hier übervoll. Und damit, oh Leute, euer Make-up schmilzt so richtig runter. Und ihr habt eine ganz, ganz tolle Haut auch. Ich habe ja trockene Haut und ich mag es, wenn Produkte meine Haut auch bei der Reinigung einfach nicht so krass austrocknen. Das macht dieser Cleansing Balm nicht. Er hinterlässt das Hautbild richtig schön smooth und weich und ich liebe den Duft auch davon. Ich liebe den. Wirklich einer, der ist auch in meinen Top 5 gelandet und das nicht umsonst. Wie gesagt, ich teste immer sehr, sehr viel, probiere viel aus. Auch schon rückwirkend, also in meiner Vergangenheit habe ich immer viel ausprobiert. Und wenn ein Produkt es dann wirklich so in die Top 5 schafft und so, das ist schon immer eine krasse Aussage. Und ich nehme mir das hier gerade mal mit meinem Schnuffeltuch hier ab. Schaut euch das mal an. Also ich glaube, man sieht das so richtig, was ich meine, dass die Haut halt so schön gepflegt ist schon danach. Allein das ein Riesenknaller, finde ich, in dieser Box. Und dann, wer mein Adventskalender-Unboxing gesehen hat, Leute, das Teilchen befindet sich nämlich sowohl im Adventskalender wie auch in dieser aktuellen Warner-Box. Und ich habe es mir schon gekauft und es ist in Anwendung und ich mag es so unheimlich gerne. Das ist ein Teilchen von Beauty of Joseon. Und Leute, die Marke ist auch richtig toll. Die haben auch tolle Serien und sowas, da könnt ihr auch mal nachschauen, wenn ihr euch vielleicht noch was dazu schnappen möchtet. Aber das hier ist so ein tolles Augenserum. Das ist mit Ginseng und Retinal. Da gibt es auch das passende Serum zum Beispiel dafür, ne? Also eine ganze Reihe. Und ich zeige euch das einmal. Und ich mache mir das echt so als, ich sage ja immer, ich und meine Retinolkur. Aber das hier, Retinol könnt ihr halt auch an den Augen verwenden, ne? Das sei dazu gesagt. Und ist halt echt so ein kleiner, das reduziert eure Faltentiefe und ihr braucht dann nur ganz wenig. Und dann könnt ihr euch das wunderbar in eure untere Augenpartie so schön einarbeiten. Ich mag das unheimlich gerne, das ist auch schön feuchtigkeitsspendend. Ich mache meistens tatsächlich auch noch eine Augencreme drüber, weil wirklich meine untere Augenpartie hat es ein bisschen nötiger. Ihr wisst das, Augenringe und tralala und hier die Fältchen. Und auch sehr trocken und deswegen mag ich das gerne auch so ein Serum zu verwenden und dann nochmal eine richtig schöne, reichhaltige Augencreme drunter zu packen. Ihr könnt zum Beispiel auch Vaseline oder sowas drüber schmieren jetzt, das hört sich wieder an, ne? Aber ist so ein kleiner Tipp, damit die Inhaltsstoffe, ne, damit das so richtig schön versiegelt ist und die Inhaltsstoffe schön in diese untere Augenpartie einfach eindringen können. Das ist halt einfach mit so Fett abgeschlossen. Sollte man natürlich nicht über Tag machen. Aber so als kleiner Tipp, ich mache das auch manchmal so ein leichtes Öl noch drüber, damit das schön tief einwirken kann.
Und deswegen halt auch hier so ein Serum, was eigentlich schön pflegend ist schon, was aber nochmal mit einer schönen feuchtigkeitsspendenden, ja reichhaltigeren Creme quasi abgeschlossen wird bei mir, ne? Die auf jeden Fall einmal hier drin, finde ich ein richtiges Knallerprodukt, mag ich gerne. 30 Milliliter sind hier drin, kommt in dieser schönen Tube und super praktisch auch dieser Applikator, um sich das rauszunehmen. Das mag ich nämlich auch sehr gerne leiden daran. Und dann geht es weiter. Ich bin schon wieder hier durcheinander, ne? Wir haben jetzt einmal Reinigung gehabt. Ich bin schon wieder bei der Augencreme gelandet. Jetzt ist auch egal, aber natürlich, was darf nicht fehlen? Was darf nicht fehlen? Und ich wirklich bin so ein Riesenfan von Tonern. Ich finde gerade diese koreanischen, die haben so einen extra Pflegeeffekt auch immer mit dabei. Mag ich unheimlich gerne, ihr wisst das von mir. Und in dieser Box ist einmal ein richtig toller Toner, nämlich von Haru Haru Wonder, unser tägliches Wunder. Ein Black Rice Hyaluronic Toner, den habe ich auch einmal bei mir zu Hause, deswegen kann ich euch den zeigen. Der ist übrigens auch dieser hier, der frei von Alkohol und Parfümstoffen ist. Und ich zeige euch den einmal. Da gibt es zwei verschiedene Varianten. Einmal, wie gesagt, der ohne Alkohol und Parfüm. Und dann noch den anderen. Und der ist so ein bisschen, und das sieht man schon, glaube ich, so ein bisschen dickflüssiger von der Konsistenz her. Also nicht einfach nur ein Wässerchen, was ihr euch aufgebt, sondern tatsächlich wie so eine Essenz schon. Und das dringt so toll in eure Haut ein. Wie gesagt, hier mit Hyaluronsäure und schwarzem Reisextrakt. Und das ist ja natürlich Reis, sage ich auch immer dazu, ist so ein toller Feuchtigkeitsspender für eure Haut. Und dieser Toner ist auch sehr, sehr, sehr beliebt. Hat auch 2019 übrigens den Red Dot Award gewonnen. Einmal der hier und wirklich, das ist so ein schönes Liquid, was hier drin ist. Und ihr bereitet eure Haut so wunderbar auf die nächsten Steps vor. Wenn euch das interessiert, warum, wie, was, wo, Toner, ich versuche euch da auch immer so ein paar Videos zuzumachen, dann könnt ihr gerne auch mal da reinschauen. Da gibt es nämlich tatsächlich auch ein Video von mir, wo ich euch das ein bisschen erklärt habe, warum man einen Toner verwenden sollte. Und wie immer, für jeden, der das nicht weiß, ich habe genauso wie ihr mal da gesessen, mich gefragt, warum, habe das nie so verstanden. Und wie ich es verstanden habe, hat es bei mir Klick gemacht. Und seitdem verwende ich Toner für mein Leben gerne. Also ich bin so ein richtiges kleines Toner-Girl geworden. Und da könnt ihr, wie gesagt, auch gerne mal reinschauen. Wie gesagt, ihr könnt diese Produkte auch, ne, wenn ihr jetzt sagt, okay, die Box ist, das ein oder andere interessiert mich nur, dann könnt ihr das bei Stylevana natürlich auch einmal nachschnappen. Auf jeden Fall hier einmal noch unser Toner mit enthalten in der Box. Dann geht es weiter und auch das Teilchen einmal direkt aus dem Badezimmer für euch ist eine Ampulle, die ich euch schon häufiger gezeigt habe, weil ich sie unheimlich gerne mag. Die habe ich schon nachgekauft, die habe ich schon wirklich aufgebraucht und ist eine wahnsinnig tolle Marke, ist ein wahnsinnig tolles Produkt. Gibt es übrigens verschiedene auch davon, von Skin 1004, die auch diese tolle Sonnencreme haben. Eine wahnsinnig tolle, wirklich Verpackung immer mit diesem hier Madagaskar-Gebirge einmal hinten abgebildet, weil die Centella Asiatica aus Madagaskar mit drin haben. Und das ist unser Sika, unser Tigergras, also bekannt für seine heilenden Wirkungen, weil Tiger sich da halt immer drin wälzen. Vielleicht sagt dem einen oder anderen das was. Und das hilft so gut, wenn ihr wirklich Unreinheiten habt, wie entzündete Pickelchen oder wirklich ihr habt irgendwelche Wunden oder ne, zum Beispiel auch Piercings, die sich entzündet haben oder sowas. Dann ist dieses Teilchen immer richtig gut, weil das echt eure Haut beruhigt. Dabei spendet das unheimlich gut Feuchtigkeit. Ich liebe das. 100 Milliliter sind hier drin, Leute. Kommt mit so einer Pipette daher. Und damit könnt ihr euch das dann rausnehmen. Ist sehr flüssig. Also ein sehr flüssiges Produkt, was dann einmal so aussieht, damit ihr euch das vorstellen könnt. Und das könnt ihr euch schön in eure Haut
einmassieren und nach dem Toner natürlich dann einmal hier so ein bisschen extra für eure Haut. Danach mache ich persönlich immer noch weiter mit meinen Steps. Ich bin ein Riesenfreund von Layern und meiner Haut die Sachen zuzuführen, die ich in dem Moment brauche. Ich wechsle mir da auch immer ein bisschen ab, das kennt ihr von mir. Also ich bin nicht festgefahren in meiner Pflegeroutine. Es gibt verschiedene Pflegeroutinen, je nach Zeit, auch mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ne? Was bei mir immer ist, ist Reinigung, ist ein Toner, ist ein Serum und ist eine Gesichtscreme und ist ein Lichtschutzfaktor. Das ist so diese Hauptroutine. Ich finde es auch übrigens süß, dass ich meine, das ist auch immer noch so, dass in diesen Boxen selbst, ne, wenn ihr da nicht so erfahren mit seid, ihr kriegt hier immer schön einmal die Steps aufgelistet. Einmal für am Morgen und am Abend, was ihr so machen solltet, was so die Grundsteps quasi sind. Wie gesagt, das sind meine Grundsteps. Ich wechsle mir dann mit meinen Produkten auch je nach Laune immer ein bisschen ab. Ich müsste euch mal nochmal What's in my Badezimmer abfüllen, weil so langsam ist ein bisschen voller. Aber ich liebe jedes meiner Produkte. Wirklich, das ist eine Leidenschaft von mir. Und eins, was ich auf jeden Fall liebe, ist das hier und das mit enthalten. Ich glaube, jeder, der das kennt, wird sich da auch riesig freuen, dass es mit in der Box ist. Jetzt habe ich eben schon mal den Lichtschutzfaktor kurz angerissen. Und da habe ich jetzt gerade ein Problem mit der aktuellen Warnerbox, denn genau diesen habe ich nicht. Der ist nämlich von Isntree ein Hyaluronic Acid Water Fit Sun Stick, den ich leider nicht bei mir zu Hause habe. Aber ich dachte, ich zeige euch einfach eine Alternative. Wie gesagt, normal ist der von Isntree drin und Leute, das ist auch eine richtig tolle Marke. Ich mag auch diese Sunsticks super gerne, weil die einfach wirklich zack, zack, zack und schnell sind. Und ihr könnt euch die auch wirklich, ich gehe ja auch häufiger, ohne Make-up aus dem Haus. Und dafür sind die Teile halt auch mega gut. Also vielleicht macht man das eher im Sommer. Also bei mir jedenfalls, jetzt geht es ja Richtung Herbst und Winter und bald ist Schnee. Irgendwie freue ich mich. Irgendwie ist schade, dass das schöne Wetter rum ist. Ich weiß nicht, wie ihr da so seid. Auf jeden Fall habe ich euch mal den aus dem Adventskalender einfach rausgekramt, weil ich den derzeit halt in Anwendung habe und mich darauf gestürzt habe, weil ich wissen wollte, wie der ist. Und der ist von Cynique in dem Fall. Wie gesagt, der in der Box ist von Isntree auch wahrscheinlich wahnsinnig gut. Ich habe hier den kleinen von Cynique. Beide haben einen Lichtschutzfaktor von 50 plus. Und ja, im Prinzip sind es einfach solche Sticks, die ihr euch einmal rausdrehen könnt und dann, wie gesagt, auf eurer Haut einfach verteilen können. Und das geht so schnell, ne? Wie gesagt, ihr geht da einmal zack, zack drüber und dann könnt ihr das mit den Händen noch so ein bisschen kurz verreiben und fertig ist die Geschichte. Ich mag diese Teile echt gerne. Geht natürlich, ihr müsst das nicht nur im Gesicht, ihr könnt das natürlich, ich meine, ne? Pigmentflecken machen sich überall breit und ihr könnt das natürlich auch auf dem Körper, auf den Händen, auf den Armen, wo ihr das gerade braucht, Füße, Zehen, Ohren, wo ihr das möchtet, gerade einmal auftragen. Wie gesagt, der hier als kleiner Stellvertreter. Dann habe ich tatsächlich, ich muss so ein bisschen lachen, danke für diesen Adventskalender, Stylevana, der mir nämlich gerade so ein bisschen ermöglicht, euch auch hier ein paar Sachen zu zeigen. Und zwar ist enthalten, oh, die ist so gut, Leute. Die ist richtig, richtig gut. Ich habe sie extra schon ausprobiert für euch. Von Abib Rice Probiotic Overnight Mask, eine Barriere-Jelly-Maske von 80 Millilitern. Leute, und ich muss hier nochmal dazu sagen, Stylevana hat so heftig gute Preise. Es ist der Wahnsinn, weil die ist in anderen Online-Shops. Oh mein Gott, und ich kann es nur immer wieder sagen. Ich stöber auch mal hier und da, ne? Und auch nicht Stylevana hat alles, was ich vielleicht möchte. Wie zum Beispiel so ein kleiner süßer Haarschmuck, den ich mir woanders geschnappt habe. Aber was wirklich diese Preise von diesen Produkten angeht, ne, diesen Beauty-Produkten, Leute, guckt immer, vergleicht die Preise, stöbert bei Stylevana und ihr werdet feststellen, dass die meist die besten Preise haben. Und wirklich,
Es dauert halt ein bisschen länger, ne? Aber ganz ehrlich, wenn ich einen Bruchteil dafür bezahle, dann warte ich auch lieber ein bisschen länger, bis mich die Sachen erreichen. Ich muss das nicht in 2, 3 Tagen haben, und dafür halt mehr Geld ausgeben. Wisst ihr, wie ich meine? So, dann bin ich doch ein bisschen geduldiger. Es kann vorkommen, dass es mal wirklich länger dauert. Hatte ich auch schon, ne? Wie zum Beispiel jetzt, dass meine Warnerbox mich halt einfach nicht erreicht hat, obwohl sie schon länger losgeschickt ist. Also das auch zu dem Thema, ne? Influencer oder Tralala, die kriegen ihre Sachen immer pünktlich. Hi, ich sitze hier mit meiner kleinen improvisierten Warnerbox. Aber ich warte, wie gesagt, immer liebend gerne, und ich habe es noch nicht erlebt, dass mich irgendwas nicht erreicht hat. Manchmal war was ausverkauft zum Beispiel. Dann habe ich von Stylevana aber vom Kundenservice eine Mail gekriegt und habe das als quasi Gutschrift wiederbekommen und, ne, hatte da Gott sei Dank noch nie Probleme. Kurz auf Holz klopfen, man weiß ja nie, aber bis jetzt halt noch nie. Auf jeden Fall, oh mein Gott, ich kleine Labertante, aber ich wollte doch hier zu dieser Reis-Probiotics Overnight Mask. Und probiotischen Reis haben wir hier einmal mit drin. Sind wir wieder da? Reis ist toll. Katrin mag Reis sehr gerne und ist für mich halt echt so ein kleiner Feuchtigkeitsspender. Ich bin normal nicht so ein Freund von diesen Jelly-Masken, sage ich euch so, wie es ist. Aber die Leute, also die ist, das ist eine wahnsinnig tolle Nicht-Jelly-Jelly-Maske, um das so auszudrücken. Richtig cool, mit so einem kleinen Löffelchen übrigens, damit ihr euch eure Portion da rausnehmen könnt. Und wenn ihr das aufmacht, ich weiß nicht, ob man das hier schon so sieht, die ist so ein bisschen matter. Mir fällt gerade kein anderes passendes Wort ein. Also die ist nicht so klibberig, jellymäßig. Die ist so, ich weiß gerade nicht, wie ich es beschreiben soll, aber irgendwie ist die so, ja, matt einfach. Ihr verreibt die auch und die spendet, oh mein Gott, die spendet toll Feuchtigkeit. Aber die zieht halt ein. Ich glaube, das sieht man hier gerade ganz gut. Also das ist keine, die so glibberig auf eurem Gesicht bleibt, sondern eine Jelly-Maske, die in eure Haut einzieht. Und das ist wahnsinnig toll für über Nacht drauf zu haben, weil ihr habt wirklich diesen, oh, und die fühlt sich so ein bisschen kühlend an. Ich mag das unheimlich gerne und versorgt die Haut halt so schön. Die macht die auch gleich so weich. Also wenn ich da drüber gehe, so, die Poren sind so aufgepolstert. Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen silikonig irgendwie fühlt die sich an. Das ist vielleicht so ein bisschen der richtige Ausdruck. Also so ein bisschen silikonig fühlt die sich an. Ich meine, da ist aber kein Silikon drin. Jetzt fragt mich nicht, ich bin immer noch kein Inhaltsstoffexperte. Ich kenne so ein paar, ich weiß so ein paar, aber nicht 100% alles, ne? Aber ach, die ist einfach wie Wasser. Auch was eure Haut, also meine Haut saugt das sowieso immer so, das schlürft das immer weg, wenn das Feuchtigkeitsprodukte kriegt, ne? Einmal auf jeden Fall die. Und oh mein Gott, das hier einfach mit drin. Wie gesagt, die ist normal, ich glaube, die ist 40 Euro in anderen Online-Shops. Deswegen, da habt ihr echt einen guten Deal mit drin. Dazu kommt noch eine Marke, die ich unheimlich gerne mag. Von Ionic ist etwas hier drin. Und das habe ich auch noch in meinem Backup einmal hier am Start für euch und kann euch das zeigen. Dazu kann ich euch leider, leider nichts sagen, weil die habe ich noch nicht ausprobiert. Interessiert mich aber super, weil das ist ein Calming Gel Creme. Eine Calming Gel Creme, so heißt das Ganze. Auch mit Centella Asiatica mit drin. 72% übrigens. Und wir haben mein geliebtes Teebaumöl mit drin, und zwar 10%. Und das hilft natürlich auch immer gegen Hautunreinheiten. Das beugt Hautunreinheiten vor. Das ist eine coole Kombination aus eben benanntem Tigergras, was natürlich hilft. Und dann dieses Teebaumöl, was natürlich auch diese antibakterielle Wirkung hat. Wie gesagt, die ist auch einmal noch in der Warnerbox enthalten. Und dann habe ich hier noch was hingepackt und das wollte ich euch einfach unbedingt noch zeigen. Da war mir auch letztens einfach der Name nicht eingefallen, was das ist. Und Leute, oh mein Gott, wenn ihr mit Fältchen, so wie ich, ne?
hier sieht man es gerade so ein bisschen, zu kämpfen habt. Leute, gönnt euch diese Multisticks, ne? Die sind so gut. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt den hier von Thank You Pharma. I love it. Das ist so mein kleiner Ritter, der wirklich diese Fältchen, die ich habe, immer so toll aufpolstert. Das sind einfach so Multibalms, ne? Sind so Sticks, die könnt ihr hochdrehen. Der hier ist jetzt, wie gesagt, bei mir in Anwendung und ich liebe den. Der ist nicht irgendwie fettig oder sonst irgendwas. Ihr geht damit über eure Haut, ne? Und ihr habt Wasser. Ihr habt pures Wasser irgendwie. Also eure Haut ist wie, als hätte sie gerade an den Stellen, wo ihr mit diesem Teilchen drüber geht, einen Schluck Wasser getrunken. Liebe ich hier auch bei diesen Fältchen um meinen Mund rum oder auch unter den Augen, wenn die so richtig trocken sind. Das spendet so krass Feuchtigkeit. Liebe, liebe, liebe ich. Eine Riesenempfehlung hier noch einmal kurz eingeworfen, den ich euch unbedingt noch mal zeigen wollte. Wie gesagt, auch so für die Fältchen oder sowas. Unheimlich toll. Mache ich vor, also nach dem Toner und meinem Serum gehe ich dann vor meiner Creme noch einmal mit diesem Teilchen drüber. Leute, gönnt euch wirklich. Ich liebe diese Dinger. Und das war einmal, wie gesagt, noch eine kleine Empfehlung, die ich euch einwerfen wollte. Und diese Warna-Box, wie gesagt, könnt ihr gerade euch kaufen. Ich zeige euch nochmal die Produkte, die sich gerade hier einmal drin befinden, die ich euch so ein bisschen rausgekramt habe, um euch quasi rechtzeitig, auch so ein bisschen rechtzeitig, natürlich hinke ich jetzt ein bisschen hinterher, aber ich wollte euch trotzdem darauf aufmerksam machen, dass es die Box gibt und man gerade mit diesen 22% ist natürlich cool und da möchte ich euch natürlich auch ein Video dazu machen, euch das mitteilen und hoffe, ihr hattet an meiner kleinen improvisierten trotzdem sehr ähnlich in Warna-Box, ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen über die Produkte auch mitgeben und erzählen. Und ihr konntet es ja schon hören, ein paar dieser coolen Produkte befinden sich natürlich auch teilweise im Adventskalender. Also überlegt euch das, vielleicht ist das eine Box für euch, vielleicht möchtet ihr euch den Adventskalender schnappen, vielleicht möchtet ihr nur einzelne Produkte, dann hoffe ich, ich konnte euch mit diesem Video wieder so ein bisschen inspirieren, euch weiterhelfen und ihr Lieben, ich verabschiede mich an dieser Stelle bei euch, wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag und freue mich, wie immer, natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal und nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ihr Süßen, macht's gut. Tschüssi.